Ja, servus. In diesem Video geht es wieder um eine Wild- oder WILD-Technik, die sehr einfach ist und fast immer zum Erfolg führt. Allerdings wird sie häufig falsch ausgeführt oder es sind noch zu viele Fragen offen. Deshalb möchte ich diese Technik hier noch einmal richtig erklären. Wie schon gesagt, wenn man diese Technik richtig anwendet, ist der Erfolg richtig hoch. Lass dich von deinem Wecker mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden wecken. Die Erfolgsquote ist auf jeden Fall sehr hoch, wenn du schon ein paar Stunden geschlafen hast. Zum Mittagsschlaf ist natürlich auch okay. Schließe deine Augen und beweg dich möglichst wenig. Versuche dich zu entspannen. Dein Atem wird flacher und es könnte sein, dass du am Körper schon ein leichtes Kribbeln wahrnimmst oder ein Körperteil zuckt. Das ist soweit alles okay und es gehört nun mal dazu. Sei einfach weiterhin entspannt. Wenn jetzt ein paar Minuten vergangen sind, können Hypnagoge Bilder oder Geräusche erscheinen. Sie müssen aber nicht. Das ist dann bei jedem anders. Sollte bei dir schon ab und zu kleine Mini-Traum-Szenen erscheinen, dann einfach weiter beobachten und nicht aufgeregt sein. Sonst wird man schnell wieder rausgerissen. Wenn es einfach nicht klappt und du liegst schon, sagen wir mal, mehr als 10 Minuten regungslos im Bett, kann es sein, dass du denkst, du bist entspannt, bist du aber nicht. Das hatte ich auch schon oft und dann habe ich mich einfach kurz auf meinen ganzen Körper konzentriert und schnell gemerkt, da war ja doch noch was angespannt. Und dann habe ich mich einfach wieder locker gelassen und war wieder entspannt. Wenn die Gedanken extrem abschweifen und du bist kurz vor dem Einschlafen, dann sage dir einfach in Gedanken, was denke ich eigentlich oder was denke ich als nächstes? Wenn du dir das in Gedanken aufsagst, schaffst du dir eine kurze Gedankenlehre. Das ist sehr hilfreich bei dieser Technik und es ist übrigens auch eine gute Übung im Nichtdenken. Wenn man das öfter macht, wird man darin immer besser. Wenn du nun hypnagoge Bilder siehst oder eben nicht, und jetzt in einem sehr entspannten Zustand bist, dann stelle dir vor, du bist bereits in einem Klartraum. Stell dir jetzt meinetwegen vor, du würdest über dein Haus fliegen oder einen Spaziergang am Strand machen. Stell dir einfach eine beliebige Handlung vor. Wenn es schwer fällt, dir das alles vorzustellen, dann stell dir etwas sehr Leichtes vor. Zum Beispiel, du machst etwas in deiner Wohnung. Es sollte aber schon so wirken, als wärst du in einem Klartraum. Versuche dieses Gefühl zu spüren. Hattest du noch nie einen Klartraum? Versuche dir eben deine eigene Handlung so real wie möglich vorzustellen. Und während du dir deine eigene Handlung vorstellst, versuche nicht mehr an deinen Körper zu denken oder an den WILD-Übergang. Nach einer Weile kann es passieren, dass du einfach wegdriftest und deine Klartraumgedanken sich verselbstständigen. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Lass das Wegdriften einfach zu. Schlafe ganz normal ein. Einige sagen dann vielleicht, aber bei der WILD-Technik soll man doch nicht komplett einschlafen. Doch, bei dieser Technik allerdings schon. Du wirst nach dem Wegdriften einfach spontan klar. Meist in der Handlung, die du dir vorgestellt hast. Jo, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht. Sollten noch Fragen vorhanden sein, versuche ich sie natürlich zu beantworten. Also dann, bis zum nächsten Video. Okay.